Heute begrüßen wir Lina Behrin. Sie ist Autorin, Journalistin und langjähriger Stammgast. Ihr verdanken wir den Fortsetzungsroman Schatten im Ballhaus, der nach 5 Teilen im letzten Journal seinen Höhepunkt fand. Das erste Mal, das ist aber eine gute Frage. Das war tatsächlich vor 10 Jahren. Tatsächlich im Meistersaal im April. Ne? Und wie ich darauf gekommen bin, einfach mal zu Bohem zu gehen, das war ein Zufall, weil ich mit Tänzern im Klärchens Ballhaus immer Swing geübt habe. Swing, Charleston. Und dann haben die gesagt, komm doch mal mit zum Kostümfest. Ich so, was ist denn das? Mal gucken. Wäre ich fast nicht reingekommen. Es gibt eine sehr strenge Kleideretikette. Habe ich dann aber doch mit dem Einlasser von damals geflirtet und durfte doch rein und habe mit meinem ersten Tanzpartner dort eine richtig flotte Solo aufs Parkett gelegt und habe gedacht, wow, das ist ein Erlebnis, hier bleibe ich. Ja, ich habe tatsächlich eine kleine Anekdote, und zwar der Jakob, was ja mein Hauptprotagonist ist in dem Journal, in dem Fortsetzungsroman. Ich habe den wirklich getroffen. Und zwar im Bassi-Club, im Untergrund natürlich, wo soll ein Detektiv auch sonst auftauchen. Und er hatte einen schicken grauen Anzug an, einen Dreiteiler grauen Zylinder. Und wie es Jakobs Art ist natürlich, hat er sich vorgestellt, ganz höflich, stand da neben mir, ja, ich glaube nicht ganz bis zu meiner Schulter, und sagte, schaute an mir hoch und sagte, na Kleine, machen wir mal ein Foto. Das war Jakob. Wo ich am meisten anzutreffen bin, natürlich auf der Tanzfläche. Also wenn mich morgens um 3 mal jemand trifft und nach dem Journal fragt, oder wie geht's denn jetzt weiter, vielleicht kann man ja die Fortsetzung auch, den Fortsetzungsroman weiterschreiben, untersucht mich, ja, wo findet er mich auf der Tanzfläche um 3 Uhr morgens. Gerne auch mit Glas Prosecco, die ich jederzeit für zu haben, natürlich. Und da fällt mir auch eine kleine weitere Anekdote ein. Und das war im Ballhaus. Und es gibt Menschen aller Couleur auf der Bohème. Und da einen von denen traf ich, nämlich einen arabischen Prinzen. Und mit dem stand ich da und wir flirteten im Halbdunkel unter der Treppe. Und plötzlich sagte er, Tanzen ist schwierig, weil ich kann gar nichts sehen. Ich sehe ja überhaupt nichts. Und ich habe gesagt, es ist natürlich gar kein Problem, wir tanzen trotzdem. Ich habe ihn mitgenommen und wir waren mitten auf der Tanzfläche und wir konnten tanzen, genau wie alle anderen auch. Und das fand ich gut. Das war ein toller Moment, der arabische Prinz im Ballhaus.